Jahreshoroskop 2019 nach indischen Astrologie. Liebe Iriana, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop und jetzt sind wir bei diesem Beratungsvideo in Teil 3. Im ersten Teil habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop. Den Teil 2 habe ich dein Geburtshoroskop erklärt, das was du hier siehst im Bildschirm, bildhaft dargestellt, das ist dein Geburtshoroskop und jetzt im Teil 3 schauen wir an, was passiert Jahr 2019. Und das bedeutet, dass dieser Geburtshoroskop bleibt. Da ändert sich gar nichts. Das ist wie ein Momentaufnahme, so wie die Sterne waren über dir in dein Geburt. Da ändert sich nichts. Was sich ändert, dein Leben ändert sich. Du machst Lebensschritte. Und beginnt alles mit Aszendent, das ist der Geburtsmoment. Und so machst du deine Lebensschritte, das sind Perioden im Leben, die 7-Jahren-Perioden und beschreibt die wichtigsten Themen in dieser Periode und auch die Einflüsse von außen. Du befindest dich momentan in einer Periode, die Tierkreiszeichen Löwe. Und da lernst etwas von den Tierkreiszeichen Löwe zu dein Selbststehen, die Selbstdarstellung. Natürlich in dieser Phase ist sehr wichtig auch die Glanz, es ist auch sehr wichtig deine Kreativität zum Leben, das in Ausdruck zu bringen und die Öffentlichkeit. Du bist noch in dieser Periode ein Jahr lang. Und dann beginnt eine neue Lebensphase, eine neue Periode und das ist die Tierkreiszeichen Jungfrau. Da kommt mehr Bescheidenheit, kommt in dein Leben Ordnung. Und all das, was du vorhast, kannst du umsetzen im Tat, weil die Tierkreiszeichen Jungfrau bedeutet als Erdeelement die Realität. Natürlich willst du einiges auch bereinigen, in Ordnung bringen. Und das in allen Lebensbereichen. Was ich noch wichtig finde, und das habe ich bei Teil 2 nicht gesagt, aber jetzt möchte ich darauf eingehen, du bist in eine abnehmende Mondphase geboren, kurz vor Neumond. Und das ist für dich wichtig, der Rückzug, weil da findest du deine Ruhe, da findest du deine Kraft. Auch bei Entscheidungen hilft dir auch, wenn du nicht sofort handelst oder schnelle Entscheidungen triffst, sondern erstmal mit aller Ruhe das überlegst oder verinnerlichst und höre auf deine inneren Stimme. Was noch wichtig ist, wir haben 4 Grundelemente, Feuer, Erde, Luft und Wasser. Feuerelement ist die Begeisterung, die Aktivität, Feuer und Flamme zu sein, auch die Kraft und Mut. Erdeelement ist die Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit. Luftelement ist die Leichtigkeit und Ideen. Wasserelement symbolisiert die Gefühle, Träume. In deinem Horoskop fehlt bei dir die Feuerelement. Das einzige Feuerelement, was du hast, das ist dein Aszendent Schütze. Also für dich ist das enorm wichtig, deine Persönlichkeit zum Leben, als Ausgleich auch. Und Rahu ist auch im Feuerelement und Rahu, also dieser karmischen Weg, was deine Seele ausgesucht hat, das ist die Tierkreiszeichen wieder, aber das ist für dich ein Neuland.
Und diese Richtung sollst du orientieren, weil das, was dich begeistert, befreit auch. Und das ist die Mut zu haben, etwas Neues zu beginnen. Nun, du änderst dich, deine Lebensschritte, Lebensumstände ändern sich auch. Und Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich auch. Planet heißt auch beweglichen Sternen oder Wandelsternen und lösen etwas aus im Horoskop. Immer in dem Lebensbereich, wo in Tierkreiszeichen die Lebensbereich öffnet oder die Tierkreiszeichen, was in diesem Lebensbereich befindet. Es gibt schnelle Planeten wie Merkur und Venus, die lösen keine schicksalhaften Ereignisse aus, aber wirken auf unseren Alltag. Die bewegen sich relativ schnell. Bei Merkur kann es sogar sein, dass innerhalb ein Monat in ein oder zwei Tierkreiszeichen wechselt. Also das kann ich jetzt nicht taggenau beschreiben, sonst wäre die Aufnahme viel zu lang. Die Mondenergie kann ich auch nicht, weil das ändert sich alle zweieinhalb Tagen die Tierkreiszeichen. Das wäre auch zu lang, die Aufnahme dann. Aber du kannst mein Tageshoroskopen natürlich nach der indischen Astrologie betrachten, wo ich jeden Tag zeige, wo Sonne, Mond, Planeten sich befinden. Dann kannst du das auf dein Geburtshoroskop dann umsetzen und siehst, aha, hier ist Mond, hier ist Sonne, hier bewegt sich Venus. Dann gerade hier habe ich jetzt gerade Energie, löst was aus. Und natürlich diese schnellen Planeten und Mond kann auch Ereignisse auslösen. Aber wo wir wirklich schicksalhafte Entscheidungen treffen oder größere Veränderungen sind in unserem Leben, das sind eher die langsamen Planeten, besonders Saturn und Uranus löst solche Veränderungen aus. Die Mondphasen, das werde ich erwähnen. Neumond eignet sich dafür, etwas verinnerlichen, meditieren, überlegen, nachdenklich zu sein. Dort, wo Neumond sich befindet, dann kannst du das sehen in dein Geburtshoroskop, welchen Lebensbereich dieser Tierkreiszeichen ist. Dann ist das Thema, wo du nachdenklich sein sollst. Bei Vollmond ist das Licht da, die Klarheit, die Orientierung und das kannst du klären oder erfährst die Wahrheit. Das ist natürlich, hilft Klarheit bekommen immer in diesem Lebensbereich, wo gerade die Vollmond ist. Halbmond ist immer Spannung. Und diese Spannung kann bedeuten, dass die Umgebung, dass du das erlebst, jeder ist nervös und hektisch oder aggressiv, kann aber eine gewisse innere Spannung auch auslösen, immer in dem Lebensbereich, wo gerade die Halbmond ist. Und jetzt starten wir. Januar 2019, es ist zwar begonnen, aber noch nicht Ende, also ich beginne mit Januar. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen wieder und bleibt ganzes Jahr hier im Widder, selbstverständlich nach dieser indischen Berechnung. Hier erlebst du Umbrüche und Veränderungen, Lebensbereich ist vierte, fünfte Lebensbereich. Neptun befindet sich im Wassermann. Ganzes Jahr, da kannst du deine Träume verwirklichen, aber achte auch auf die Realität, also verliere nicht die Orientierung und lass dich nicht etwas vortäuschen, sonst führt das zu Enttäuschungen. Und das erlebst zweite, dritte Lebensbereich. Neptun bleibt ganzes Jahr hier. Saturn und Pluto befindet sich im Schütze und es bleibt auch ganzes Jahr hier im Schütze.
das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, vielleicht sogar dein Aussehen, dein Auftreten oder in deinem persönlichen Umfeld ändert sich etwas. Hat aber einen Einfluss auf die Geheimnisse, dass du suchst die Geheimnisse des Lebens oder du schaust hinter den Kulissen oder du erkennst deine geheimen Feinde auch. Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter vergrößert etwas. Das kann natürlich ein Hinweis sein, dass in deinem Freundeskreis wird sich vergrößern und da hast du auch Glück. Aber Jupiter vertritt die göttliche Gesetze, die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und gerade hier im 12. Lebensbereich löst auch karmische Themen aus. Sonne, Mars, Venus, Merkur, die werden sich ständig ändern, weil die bewegen sich schnell. Venus ist in Tierkreiszeichen Waage. Das kann natürlich wirken in die Liebe-Partnerschaft oder du zeigst deine Kreativität. Kann auch Begegnung sein mit einer weiblichen Person. Venus wirkt 11. und die 10. Lebensbereich. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Das ist jetzt wichtig, die Selbstdarstellung. Oder die Geheimnisse, natürlich Schütze wirkt auch in die 12. Lebensbereich, dass du hier die Augen öffnest an die tiefe Geheimnisse des Lebens oder überlegst, was passiert hinter meinem Rücken. Merkur ist auch im Schütze. Hier handelt es sich um Kommunikation, Gespräche, das nimmt zu. Aber kann auch bedeuten, dass du Geheimnisse erfährst. Jemand vertraut seine Geheimnisse oder ihre Geheimnisse. Kann auch ein Hinweis sein, dass du schweigen sollst und deine Geheimnisse nicht sagen, weil bei Sonnenenergie kann sein, das kommt ins Licht. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Da fließt deine Kraft, da setzt du dich ein. Kann auch eine männliche Person sein, dass hier eine Begegnung hast oder kommt ein Besuch. Natürlich ist das möglich auch. Du setzt deine Kraft ein in Wohnsituation. Kann auch bedeuten, du fühlst dich kraftlos und brauchst den Rückzug und dein Zuhause zu genießen. 7. Januar ist Uranus direktläufig. Das ist schon vorbei. 6. Januar war Neumond, ist auch vorbei. Das war im Schütze. 14. Januar ist Halbmond in Fischen, 21. Januar ist Vollmond in Zwillingen, 27. Januar ist Halbmond im Jungfrau. Noch Rahu und Ketu muss ich erwähnen. Ketu, die alte Karma, alte karmischen Erinnerungen, Ketu bewegt sich im Steinbock, hat auch einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, kommen karmischen Erinnerungen oder karmischen Begegnungen oder im zweiten Lebensbereich löst was aus, lernst du zu deinen Werten zu stehen. Und Rahu, die Suche nach etwas Neues, die Suche, der Platz des Lebens oder eine Aufgabe oder Partnerschaft oder die Suche nach Berufung, diese Rahu-Energie ist im Krebs und wirkt auf die Transformation und auf die Partnerschaft. Hier Rahu löst karmisch etwas aus. Ketu und Rahu bleiben bis Ende März 2019 hier im Steinbock und Krebs. Februar. Was sich ändert, das wird Sonne, Merkur und Venus sein. Und das heißt,
Venus ist im Schütze. Da kannst du deine weiblichen Energie zeigen, in die Mitte zu stellen, oder du bist als Frau wahrgenommen, kann auch bedeuten, es ändert sich etwas in dein Aussehen, neue Frisur oder neue Kleider. So, Merkur und Sonne ist im Steinbock. Die Lebensenergie fließt im Steinbock, hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit und auf deine Werte und Finanzen, und hier kommen Gespräche oder Verträge. Alles andere bleibt. 4. Februar ist Neumond im Steinbock. 12. Februar ist Halbmond im Widder. 19. Februar ist Vollmond im Krebs. 26. Februar ist Halbmond im Waage. März. Sie werden ändern, das sind die schneller bewegenden Planeten. März, Mars ist im Widder, Uranus auch. Hier brauchst du Kraft, kann auch eine männliche Person sein, wo hier ein Einfluss hat in diesem Lebensbereich. Sonne ist im Wassermann. Die Lebensenergie fließt, zweiter, dritter Lebensbereich. Venus ist im Steinbock. Gehört immer noch deine Persönlichkeit, deine Werte, das ist die weibliche Energie. So wirst du auch wahrgenommen. Kann auch bedeuten, dass du Geld ausgibst für schöne Sachen. Und Merkur ist in Tierkreiszeichen Fischen. Das kann Schulungen bedeuten, Kommunikation mit Verwandten, Nachbarn, Interesse an Bildung, oder ziehst du dich zurück in dein Zuhause und liest du ein schönes Buch, kann auch bedeuten, oder ein Vertrag, was mit der Wohnsituation betrifft, Mietvertrag, Kaufvertrag, sowas ist auch möglich. 6. März wird Merkur rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet entweder ist etwas gebremst, geht nichts voran und wir sollen geduldig sein und warten, das ist alles so zäh, aber diese Rückläufigkeit bedeutet auch etwas werft zurück, bedeutet aber auch Vergangenheit, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit oder dieses Thema wiederholt sich, also hat mit Vergangenheit auch etwas zu tun. 6. März ist Neumond in Wassermann. 14. März ist Halbmond im Stier. 21. März ist Vollmond im Löwe. 28. März ist Halbmond in Skorpion. April. Sonne ändert sich, Merkur ändert sich, Mars ändert sich. Und Venus ändert sich, aber auch Jupiter. Jupiter übergeht in Tierkreiszeichen Schütze. Genau. Mars ist im Stier. Da musst du dich einsetzen, Kraft zeigen. 5. 6. Lebensbereich, oder hier begegnest du mit einer männlichen Person. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, da fließt die Lebensenergie. Merkur ist im Wassermann, Venus ist auch im Wassermann. Merkur ist rückläufig. Hier kommen Gespräche, Venus-Energie kann bedeuten mit weiblichen Personen oder dass du einen Vertrag unterschreibst oder etwas Verschönes, kaufst etwas Schönes. Hier bei zweite Haus bedeutet nicht nur, wie das Geld kommt, sondern wo geben wir Geld aus. 11. April wird
Jupiter rückläufig. 25. April wird Pluto rückläufig. 30. April wird Saturn rückläufig. Rahu Ketu ändert sich die Position. Ketu, was die alte Karma symbolisiert, alte karmischen Erinnerungen, ist im Schütze und bleibt ganzes Jahr im Schütze. Hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, auf deinen persönlichen Leben, auch karmischen Erinnerungen, karmischen Begegnungen, karmischen Aufgaben. Und Rahu, und das ist die Richtung, was die Seele sucht, aktiviert hier die Zwillinge und das wirkt auf den 6. und 7. Lebensbereich, karmischen Themen in Arbeit und Beziehung. Rahu und Ketu bleibt ganzes Jahr im Schütze und Zwillinge. 5. April ist Neumond im Fischen, 12. April ist Halbmond im Zwillingen, 19. April ist Vollmond im Waage, 26. April ist Halbmond im Steinbock. Mai. Sonne ist im Widder. Hier fließt die Lebensenergie. Jupiter kehrt zurück zum Skorpion. Jupiter ist rückläufig und diese Rückläufigkeit löst aus, dass zurückkehrt im Skorpion. Merkur und Venus ist in Fischen. Vierte Mai ist Neumond im Widder. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. 18. Mai ist Vollmond im Waage. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Juni. Merkur, Venus, Sonne, ändert sich. Auch Mars ändert sich auch. Und das heißt, Sonne und Merkur ist in Tierkreiszeichen Stier. Mars im Zwillinge und Venus ist im Widder. Venus ist im Widder und Mars ist im Zwillinge. Das kann hier eine Begegnung sein mit einer männlichen Person, hat auch einen Einfluss auf die Partnerschaft. 22. Juni wird Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Stier. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. 25. Juni ist Halbmond im Fischen. Juli. Mars ändert sich, Sonne, Merkur ändert sich, Venus ändert sich. Sonne, Venus ist im Zwillingen. Die Lebensenergie fließt auf Gesundheit, Arbeit und Partnerschaft. Dann Mars und Merkur ist im Krebs. Hat einen Einfluss auf die Partnerschaft.
aber kann auch ämtlichen Themen sein, mit Verträgen oder Terminen oder irgendwas Schriftliches. Bei diesem Merkur-Energie ist das möglich. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. 16. Juli ist Vollmond im Schütze und gleichzeitig Mondfinsternis. Ein Finsternis befindet sich immer im Mondknoten. Wenn die Vollmond im Mondknoten ist, dann ist es Finsternis. Natürlich karmische Themen, klar, Mondknoten, also kommen karmische Themen. 25. Juli ist Halbmond im Fischen. August Venus, Sonne, Mars, Merkur wird sich auch ändern. Merkur ist in Zwillingen. Diese Rückläufigkeit führt zurück zum Zwillingen. Die Sonne ist im Krebs. Mars und Venus ist auch im Krebs. August wird Jupiter direktläufig. Also hier ändert sich die Richtung. Mehr Möglichkeiten, mehr Chancen, geht alles voran, wenn das direktläufig wird. 12. August wird Uranus rückläufig. 1. August ist Neumond im Krebs. 7. August ist Halbmond im Waage. 15. August ist Vollmond im Steinbock. 23. August ist Halbmond im Widder, 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist die königlichen Stern, der Herz der Löwen, also wichtig dann, unserem Herzensangelegenheiten ernst nehmen. September. September, Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe. Hier fließt ganz viel Energie im 9. Lebensbereich. Das kann natürlich auch eine Reise sein. Das hat mit Reisen, mit Ausland auch was zu tun. 19. September wird Saturn direktläufig, hat eine große Bedeutung, weil Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Also in unserem Schicksal ändert sich die Richtung und das bei vielen Menschen immer dort im Lebensbereich, wo Saturn gerade ist. 6. September ist Halbmond in Skorpion. 14. September ist Vollmond im Wassermann. 22. September ist Halbmond im Stier. 28. September ist Neumond im Löwe. Oktober, Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau. Hat einen Einfluss auf deine Berufung. Merkur ist im Waage.
neue Kontakte, Freundschaften, kann auch bedeuten, dass du hier einen Vertrag unterschreibst in einen Verein zum Beispiel. Fünfter Oktober ist Halbmond im Schütze. 13. Oktober ist Vollmond im Fischen. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen und 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. November. Mars bleibt im Jungfrau, erreicht dein Geburtsmars, wenn du das siehst, die beiden, also das heißt ein Mars-Wiederkehr, das kommt etwa alle 2 Jahre. Sonne im Waage, Merkur und Venus in Skorpion. Hier handelt es sich auch um Geheimnisse, bei Merkur auch bei handelt sich auch um Gespräche, das kann bedeuten, dass eine weibliche Person erzählt etwas und das sollst du im Geheimen halten oder du hast die Bedürfnis, deine Geheimnisse vermitteln über die Liebe oder das Besprechen mit einer weiblichen Person, kann aber auch bedeuten, gerade im 12. Lebensbereich, geheime Feinde, dass du Rivalin hast und sie redet über dich, also immer hinter den Kulissen schauen. Zwischen 1. November bis 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November wird Merkur direktläufig. Ab 28. November wird Neptun direktläufig. 4. November ist Halbmond im Steinbock. 12. November ist Vollmond im Widder. 19. November ist Halbmond im Krebs. 26. November ist Neumond im Waage. Dezember. Uranus ist rückläufig im Widder, Rahu Ketu bleibt auch, Mars und Merkur ist im Waage. Das kann ein Gespräch sein mit einer männlichen Person, hier im Bereich Freundeskreis, Bekanntenkreis oder handelt sich um die berufliche Situation. Jupiter ist im Schütze. Natürlich vergrößert dich das, also du zeigst deine Größe, aber Jupiter vergrößert etwas, kann sein, dass in die Zeit man zunimmt, aber bringt dir persönlich Glück, dieser Jupiter-Energie auf jeden Fall. Sonne ist in Skorpion. Und Venus ist im Schütze. Also du achtest auf dein Aussehen in diesem Zeit und bringst das im Ausdruck. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Liebe Iriana, das war dieser Jahreshoroskop, dann erkennst du die Tendenz des Jahres und wenn du näher etwas wissen möchtest, auch die Mondbewegung, das kannst selbstverständlich dann bei den Tageshoroskopen erfahren. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen, ich bedanke mich für das Zuschauen, mein Name ist Dendera Susanna Medici.